Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video möchten wir euch gerne zeigen, was ein Instagram-Business-Account so alles kann. Wenn du ein Unternehmen mit visuellen Produkten führst und noch keinen Business-Account hast, dann verpasst du etwas. Ein Business-Account gibt dir nämlich Zugang zu verschiedenen Funktionen wie Statistiken deiner Posts und Stories, die Möglichkeit, Werbung zu schalten oder einen Kontaktbutton im Profil zu haben. Wir gehen jetzt alles Schritt für Schritt durch und zeigen euch die Vorteile. Wenn du schon einen Account hast, musst du nicht erst einen ganz neuen Account erstellen, sondern kannst diesen in einen Business-Account umwandeln. Dafür öffnest du die App, klickst auf das Menü Einstellungen, Konto und ganz unten siehst du Kontoart wechseln. Wenn du einen Business-Account erst einmal ausprobieren möchtest, kannst du übrigens jederzeit wieder zu einer anderen Kontoart wechseln. Jetzt kannst du deine Facebook-Seite mit deinem Business-Account verbinden und deine Kontaktinformationen vervollständigen. Wenn du noch keine Facebook-Seite hast, solltest du eine erstellen, um noch mehr Möglichkeiten nutzen zu können. Der erste Vorteil ist, dass du ab jetzt einen Kontaktbutton in deinem Profil hast. Potenzielle Kunden müssen sich nun nicht erst über einen Link durch deine Webseite klicken, sondern können dich auch direkt über den Kontaktbutton erreichen. Hier können Nutzer auswählen, ob sie dir eine E-Mail schreiben, dich anrufen, dir eine Nachricht schreiben oder deinen Standort finden möchten. Dir steht es frei, die Kontaktoption anzugeben, die du möchtest. Du kannst alle angeben, aber musst es nicht. Der zweite Vorteil ist, dass du dein Profil ab jetzt analysieren kannst. Über die Insights siehst du, welche Bilder die meisten Likes, Interaktionen, Reichweite, Impressionen und Kommentare bekommen haben und welche Bilder am meisten gespeichert wurden. So siehst du, was deinen Followern am meisten interessiert hat, um noch mehr ähnliche Beiträge zu kreieren. Die Insights helfen dir außerdem, die beste Uhrzeit für Postings herauszufinden und welche Stories oder Bilder zu einem Followeranstieg oder zu mehr Klicks auf deine Webseite geführt haben. Die Zielgruppen-Insights verraten dir außerdem wichtige Informationen über Standort, Alter und Geschlecht deiner Zuschauer. Auch diese Informationen kannst du nutzen, um gezielteren Content zu erstellen. Mithilfe deiner Insights wirst du deine Kunden besser verstehen und mit diesem Wissen deine Reichweite steigern. Eine andere Möglichkeit, um deine Reichweite zu verbessern, ist es, Anzeigen zu schalten. Mit deiner Facebook-Seite kannst du über den Facebook-Manager auch auf Instagram Werbung schalten. Durch die Zusammenarbeit von Facebook und Instagram lässt sich deine Zielgruppe viel weiter eingrenzen, da Facebook zusätzliche Infos von Instagram-Nutzern sammelt und dir zur Verfügung stellt. Durch Testkampagnen siehst du, welche Werbung am besten ankommt und wie du in Zukunft weitermachen solltest. Deine Zielgruppe bekommt diese Werbung zu sehen und wird durch einen Klick auf deinen Online-Shop oder eine Landingpage geleitet, je nach deinen Einstellungen. Das Thema Facebook-Werbung ist ein riesengroßes Thema für sich, da es so viele mächtige Möglichkeiten bietet. Als Unternehmer solltest du dich mit diesem Thema unbedingt näher auseinandersetzen oder sogar Profis engagieren, um nicht dein Geld für schlechte Werbekampagnen zu verschwenden. Ein weiterer Vorteil von einem Business-Account ist, dass du deine Posts vorplanen kannst. Um deinen Feed einheitlich zu gestalten und einen Zeitplan zu befolgen, ist es wichtig, die Posts zu planen. So musst du nicht jeden Tag neu überlegen, welche Fotos passen würden, was du dazu schreibst und welche Hashtags du verwendest. Wenn du circa einmal die Woche alle Posts schon fertig machst, dich intensiv mit den Hashtags und der Anordnung der Bilder befasst, kommst du nie in Verzug und bleibst stets auf einem hohen Niveau. Diese Planung bieten dir Drittanbieter an oder auch das Facebook Creator Studio. Um dieses Tool zu nutzen, ist ein Business-Account allerdings Pflicht. Nicht zu vergessen ist natürlich die Shopping-Funktion, die durch einen Business-Account zur Verfügung steht. Mit dieser Funktion kannst du auf deine Bilder Produktmarkierungen einfügen, die direkt zu dem Produkt in deinem Katalog weiterleiten. Voraussetzung dafür ist aber auch wiederum eine Facebook-Seite, auf der du deinen Produktkatalog anlegst. Wenn du also als Unternehmen auf Instagram aktiv sein möchtest, solltest du unbedingt vom Business-Account profitieren. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder meldet euch bei den Experten von eBakery. Die passende Seite haben wir wie immer für euch oben verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft mehr zu Social Media Marketing erfahren möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.